Ausbildungsliga haben will, aus meiner Sicht, dann muss man die Statuten verändern. Aus meiner Sicht geht es nur ganz klar so. Wenn du als DFB, als DFL, wie auch immer die Entscheidung hast, im deutschen Fußball hier richtungsweisend was zu tun, dann geht es nur mit Veränderung der Statuten. Ich habe mir dafür jetzt in mehreren ganz einfach Statements klar ganz einfach eingesetzt, weil ja nur mit Verteilung von Geldern, die in Wahrheit keinem richtig wehtun oder keinem richtig weiterhelfen, wird man das Problem nicht beheben, sondern du musst die Statuten verändern. Das heißt, du musst dann nicht 4 Spieler oder 23 Spieler in den Spieltagskader nehmen, sondern 5 oder 6 Spieler, konsequent das durchziehen, einen Spieler in die Startformation, wäre ganz einfach das Regularium, und das Verbinden wäre mir ganz wichtig in einer Local Player Regelung. Das heißt, dass die Spieler eine gewisse Zeit aus dem eigenen Haus kommen müssen. Dann hättest du eine Kostenschraube allgemein auf die Kaderkosten und würdest ganz klar die Ausbildung ganz einfach in der dritten Liga forcieren. Aber das ist eine Frage, wohin will man prinzipiell. Aber alles andere, ja, es wird immer viel von Ausbildung gesprochen. In Wahrheit kannst du es, aber wie Michael Köln das gerade ausführlich erläutert hat, nur bedingt leisten. Herr Köln, Sie kommen ja aus einem NLZ. Sie haben einen guten Vergleich, Nürnberg 60. Nürnberg, glaube ich, ist in der Infrastruktur deutlich weiter als 60 auch für die Kinder. Was kann 60 den Kindern bieten? Jetzt Thema Infrastruktur. Ja, ich sehe da nichts. 60 ist ja, hat noch die Jugendarbeit wie in den 90er Jahren, also so Kabinen und so weiter. Plätze sind zwar gut jetzt, seit 2,5 Jahren, aber wie sehen Sie das? Was kann man machen? Weil 60 ist in München, ja, hat also nicht viele Möglichkeiten, da irgendwas auszubauen, außer auf dem eigenen Gelände. Also ich glaube, dass sicherlich Infrastruktur, kann man sicherlich darüber streiten, ob jetzt was du unbedingt brauchst. Aber ich glaube, gut ist es, dass trotzdem, du musst ein Minimum an Infrastruktur haben, das haben wir. Also wir können eine Ausbildung garantieren. Und ich glaube auch, dass manchmal, wenn es manchmal ein bisschen weniger ist, oft mehr, dass sich die Spieler nicht so sehr verwöhnt sind, am Ende nicht so sehr, sondern sich auf den Sport konzentrieren. Das finde ich dritte Liga immer gut, da wird sich ausschließlich auf den Sport konzentrieren. Auf den Fußball, das was in Vier passiert, was 60 bieten kann, ich glaube, das ist Hingabe. Und wenn du Hingabe für deinen Spieler schaffst, wenn du Hingabe hast, dass du sagst, ich beschäftige mich mit dir, du hast einen Trainer, der beschäftigt sich mit dir 24 Stunden, damit du besser wirst. Und wenn du das leistest, dann hast du alles richtig gemacht. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel für mich, dass du Spieler brauchst. Und das ist vor allen Dingen auch, glaube ich, für uns ein Verein, der sich über gewisse Bodenständigkeit definieren muss. Ein Verein, der seine Werte in den Vordergrund stellen muss. Und wenn du das machst, dann musst du aber einen Trainer haben. Brauchst du einen Trainer, der mit Hingabe das Ganze machen. Und wenn du das am Ende schaffst, sagen wir, dann hast du einfach, bist du in der Ausbildung ganz, ganz vorne. Und da geht es nicht darum, am Ende werden nicht die Profis, die den Ball x genau treffen, jedes Mal, sondern es werden Profis am Ende rauskommen, die das Herz am rechten Fleck haben. Und deswegen freue ich mich so auch diesmal, dass wir mit Stefan Lex verlängern konnten, weil der Junge hat das Herz am rechten Fleck. Und wenn du solche mit ihnen arbeiten darfst und die das Gefühl haben, deswegen hat er ja wahrscheinlich hier verlängert, zu richtig guten Konditionen für den Verein, dass das ein Spieler, dass er sich einfach auch hier mit Hingabe am Ende er sich auch betreut fühlt. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass er hier wohlfühlt. Und das musst du auch unseren Jugendspielern, müssen wir das bieten. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir einfach in der Ausbildung ganz, ganz vieles richtig gemacht. Und dann liegt es sicherlich auch an den Spieler für sich selber. Wo sitzen dir 10 Rasenplätze, wenn du am Ende dich nicht hundertprozentig bei dem Verein wohlfühlst? Dann kannst du 100 Plätze und das nützt dir nichts. Das ist dann zwar schön, wenn du das hast, aber das bringt dir nichts. Am Ende musst du mit Herzen dabei sein und du musst Leute um dich herum haben, da wo du das Gefühl hast, die tun alles dafür, damit ich in meiner sportlichen Entwicklung und auch in meiner Persönlichkeitsentwicklung weiterkomme. Und deswegen, wie gesagt, ist das für mich ein entscheidender Faktor. Und da drängen wir, dass wir das ja hier im Verein hinbekommen. Und deswegen freue ich mich, dass wir einen Jugendtrainer im Verein haben. Und das habe ich jetzt, so habe ich es jetzt auch wahrgenommen, die sich fortbilden wollen, die weiterkommen wollen, die aber auch vor allem eins wollen, dass ihre Spieler weiterkommen. Und wenn du das hinbekommst, dann hast du eine gute Chance und deswegen soll das nämlich hier vollumfänglich erwarten. Also aus meiner Sicht vom Vereinsseite ja das Wichtigste, was wir jungen Spielern bieten können, und das haben wir mit Dutzenden Spielern in den letzten 2 Jahrzehnten vorgelebt, ist Durchlässigkeit. Das sage ich in vielen Gesprächen. Ich führe viele Gespräche jetzt mit Spielern ja, aus der U17 raus, aus der U19 raus, wo wir auch ganz einfach die Perspektive Richtung Profikader jetzt erörtern und erarbeiten. Und das Wichtigste, was wir bieten können, ist eine klare Durchlässigkeit, ein klares Konzept. Für das ist 60 die letzten 2 Jahrzehnte gestanden und wird es auch die nächsten Jahre sein. Und ich glaube, dass das schon ein wesentliches Argument ist, ob ich jetzt eine Kabine mehr oder weniger habe oder vielleicht, keine Ahnung, die Wand ein bisschen schöner angestrichen ist. Aber das Entscheidende ist, am Ende des Tages einen klaren Weg dem Jungen aufzuzeigen, möglichst schnell dann aus dem Jugendbereich den Bereich, also den Schritt zum Profi zu schaffen. Und dafür steht 60. Aber trotzdem fällt ja auf, dass ihr einen Wettbewerbsnachteil habt,
zum einen, weil ihr Drittligist seid, zum anderen können die anderen Vereine einfach den Jungs mehr bieten und da werden ja auch schon Gelder bezahlt, das ist ja bekannt. Ja. Gar keine Frage, also in der Richtung haben wir sicherlich Wettbewerbsnachteile, aber aus meiner Sicht, also wenn ich und ich habe selber zwei Söhne zu Hause, der Kleine, der jetzt ja, in diesem Bereich dann reinkommt, das Wichtigste ist, wo hat er Profiperspektive? Ja? Ob er jetzt einen Platz mehr oder weniger hat, oder einen größeren Kraftraum oder einen kleineren Kraftraum oder Whirlpool, ich glaube, das ist nicht entscheidend, sondern das Entscheidende ist, in dem Jungen einen klaren Weg aufzuzeigen oder unseren Spielern, wie sie wirklich Profi werden können. Und da sind wir in intensiven Gesprächen auch mit vielen. Wir haben nach wie vor viele talentierte Spieler. Aber klar sollte man natürlich die Infrastrukturen auch nicht außer Acht lassen und muss man schauen, dass man hier auch ja, von Zeit zu Zeit dann nachzieht. Aber das ist als Drittligist natürlich wirtschaftlich dann auch nicht immer so einfach. Aber es ist ja wieder ein Punkt, oder? Wenn man das vorher über das Geld von Herrn Pongratschitz, ist ja wirklich sanierungsbedürftig. Ja, sanierungsbedürftig ist, ich glaube, wie der Trainer schon richtig gesagt hat, wir haben drüben die Anforderungen, wir erfüllen die Anforderungen für die Zertifizierung. Dass man immer Dinge verbessern kann, ist gar keine Frage. Aber nochmal, für mich am Ende des Tages, wenn ich, und ich bin ja selber, ich sitze jetzt hier als jemand, der 20 Jahre als Trainer gearbeitet hat oder jetzt ja, als Manager in der Position, sondern auch als Vater. Für mich ist das Entscheidende, wo hat der Junge wirklich die Möglichkeit, Profi zu werden? Und da interessiert mich, sage ich ganz ehrlich, jetzt, wenn ich jetzt als Vater hier sprechen darf, nicht ob da ein Whirlpool steht oder eine Sauna steht oder sonst irgendwas, sondern für mich steht, wo ist ein klarer Weg, dem meinem Jungen oder den Jungs aufgezeigt werden, wirklich den Weg zum ersten ganz einfach ja, Profivertrag zu schaffen. Das ist für mich am Ende des Tages die entscheidende Frage, die ich mir stelle, als Vater oder auch, sage ich jetzt einmal, dann ja, in meiner Position hier als letztverantwortlicher im Sport im Verein. Ich habe noch eine Frage zu den Profis an Herrn Köln. Und zwar haben Sie trotz der guten fußballerischen Entwicklung in den letzten Wochen und Tagen immer wieder gesagt, es wäre noch fußballerisch Schritt nach oben. Können Sie uns da mal ein paar Punkte rausgreifen und sagen, wo sind Sie denn noch konkret Luft nach oben? Was muss noch besser werden? Ach Gott. So viel Zeit haben wir jetzt nicht. Es ist noch ein Monat da und ist ein Monat schon nach Zwickau. Muss ja verspätet anreisen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Also ich sehe schon viele Dinge. Bin aber auch froh darüber, wir trainieren in der Woche 5-6 Mal. Jetzt, wenn ich nichts mehr sehen will, dann muss man dann die ganzen 5-6 Mal Turniere spielen. Muss man nur mehr 5 gegen 5 oder 4 gegen 4 Turniere. Die Spieler werden sich ein bisschen freuen. Wenn wir so toll, Trainer muss dann nichts Großartiges überlegen. Mannschaften einteilen und raus. Und braucht vielleicht noch einen Schiedsrichter, damit es nicht drunter und drüber geht. Also, aber das ist so, wie in allen Bereichen zuzulegen. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, dass du dich in allen Bereichen einfach auch für dich selber als Spieler verbessern musst. Und als Mannschaft auch verbessern musst. Weil wir haben jetzt, halt, keine Ahnung, einen 20. Spieltag oder 21. Spieltag, wie viel haben wir jetzt? Halt? Keine Ahnung, weil wahrscheinlich auch keinen. Also 22. Oder 20. Spieltag, das interessiert mich ja nicht sonderlich, sondern es geht darum, die Qualität des Spiels Woche für Woche zu verbessern. Und wenn wir die Qualität des Spiels verbessern, so wie die Woche auch in Hans haben wir schon mal erzählt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du erfolgreich bist. Weil den Erfolg, das Siegen Woche für Woche, wird irgendwann, ist es auch der Qualität der Spiele geschuldet. Du gewinnst vielleicht einmal ein Spiel dreckig, aber grundsätzlich ist die Qualität der Spiele entscheidend, ob du gewinnst oder verlierst. Und deswegen müssen wir an unserer Qualität unserer Spiele weiterschauen. Wie gesagt, weil wir können uns am 35. Spieltag nicht leisten, mit einer Form aufzulaufen wie am 22. oder 21. Spieltag. Weil die Mannschaften, die trainieren alle, die werden alle nicht bloß rumsitzen und in der Nase bohren, sondern die werden alle hochprofessionell, so wie das einfach im Profibereich im Leistungssport ist, werden sie alle vorbereiten, das müssen wir auch machen. Und wir müssen für uns einfach in den Punkten top perfekt, wie ich vorher gesagt habe, damit wir die Chance haben, das Spiel überhaupt gewinnen zu können. Müssen wir uns vorbereiten, müssen wir uns Dinge überlegen und da brauchst du ein Top-Team hinter dir, nicht bloß von der Mannschaft, sondern in deinem Trainerstaff, in deiner Analyse-Staff. Da brauchst du ein Top-Team, damit du am Ende diese leisten kannst. Und wie gesagt, und deswegen gesagt, wenn ich jetzt da anfange, dann wir sind im Spielaufbau nicht gut genug. Wir spielen teilweise miserable Konter. Wir sind im Pressingverhalten relativ gut, keine Frage. Wir spielen ein relativ gutes Gegenpressing. Aber es schaffen Mannschaften trotzdem immer wieder gegen uns Torschützen rauszuspielen, unser Pressing auszuspielen. Also kann es nicht gut genug sein. Und solange es nicht gut genug ist und der Gegner uns immer wieder Möglichkeiten finden, dagegen vorzugehen, müssen wir jeden Tag uns den Arsch aufreißen, dass wir es hinbekommen. Wenn wir das nicht schaffen, geht es. Also wie gesagt, haben wir genügend zu tun und du musst drumherum natürlich schauen, dass die Truppe beieinander bleibt. Dass sich alle dem Ziel unterordnen. Und das ist natürlich schwierig bei 29 Spielern. Weil jeder hat einen Anspruch, jeder für sich einen persönlichen Anspruch und du musst schauen, dass du unter der Woche die Truppe so hinter dich bringst und dass die Mannschaft so gezogen ist, also das sind Gewinnerspieler. Und Gewinnerspieler neigen dazu oder eignen sich dazu, dass sie Erfolg garantieren. Und Erfolg musst du dich einmal persönlich zurücknehmen.
Und solange wir das schaffen, dass sich der einzelne persönlich zurücknimmt und alles im Sinne des der Mannschaft und des Vereins tut, haben wir eine gute Chance. Und dann, und das glaube ich, und deswegen für sowas haben Fans ein gutes Gespür. Und deswegen merken Fans im Stadion, und das ist zum Beispiel bei uns ein richtig gutes Merkmal, wenn es manchmal nicht so gut läuft, dass du merkst, die Fans haben ein Gespür dafür, hey, wir müssen jetzt denen da unten ein bisschen helfen. Die brauchen jetzt ja 3-4% ein bisschen Kickstarter, und da müssen wir noch ein bisschen was reinschieben. Und dann kommt von der Tribüne was. Und das haben wir zu Hause jetzt auch gegen Braunschweig erlebt, wo wir ein bisschen kennt sind, kam die Tribüne, kam die Kurve und hat uns geholfen. Und das ist, und dieses Gegenseitige, das müssen wir nach wie vor hinbekommen, aber da musst du unter der Woche gnadenlos, knallhart arbeiten. Aber wie gesagt, aber wenn ich jetzt ins Detail gehen würde, dann würde ich das Zwickerspiel verpassen. Ich habe schon lange den Zuschluss und das ist dann bei mir noch hier rum. Und die Zeitung muss am nächsten Tag muss eingestellt werden, weil es hier keine Berichte gibt. Ich kann greifen, aber bloß 2 Dinge auf. Ja, wie du schon gesagt hast. Konter, Pressing, Spielaufbau. Spielaufbau, Umschaltspiel, Systeme können wir nicht alle, können wir auf die Gegend nicht hundertprozentig reagieren. Da ist wieder zu tun. Schön, freut mich. Ja, natürlich ist es ein Kompliment. Da wäre der Blödsinn nicht so, das wird kein Kompliment. Aber das fußt natürlich auch darauf, dass in der Vergangenheit auch vieles richtig gelaufen ist. Ich dürfte jetzt nicht hergehen und da wird so der Vorgänger war ein Blinder und der hat das so, das fußt da alles drauf, dass am Ende ich natürlich auf ein gutes Fundament aufgreifen konnte. Es ist eine fitte Mannschaft gewesen, es ist eine charakterliche Mannschaft, die in Ordnung ist. Und jetzt geht es natürlich darum, die Dinge, die ich mir vorstelle vom Fußball, jetzt hat peu à peu, Stück für Stück, Woche für Woche, Training für Training auf die Mannschaft zu projizieren. Und das ist am Anfang gewesen, dass wir ein anderes System spielen. Das ist jetzt am Anfang eine andere Art, wie wir Fußball spielen wollen. Grundsätzlich, wenn wir uns in den Räumen bewegen, ich will mehr dribbeln, ich will mehr mit dem Ball bewegen. Vorher ist mehr gepasst worden. Jetzt will ich aber darum, dass wir auch schärfer im Pressing sind, dass wir auch hoch attackieren und dass wir vor allen Dingen auch über unterschiedliche Räume zu Toren kommen wollen. Und wenn man jetzt am Wochenende angeschaut hat, das freut mich natürlich, dass wir sowohl aus der Mitte als auch im Flügel extrem variantenreich waren, schwer zu berechnen waren, dann ist das ein Merkmal, das war für mich so, das war gut ist, sicherlich nicht top ist, aber wir müssen das auch nächste Woche hinbringen, weil es am Ende ein Merkmal ist, das für den Gegner schwer zu kontrollieren ist. Wenn du nur über eine Seite kommst oder nur durch die Mitte kommst, dann ist es für den Gegner einfach zu berechnen. So haben wir jetzt mehr die Möglichkeiten, zu Toren zu kommen, das freut mich. Aber wie gesagt, alles muss darauf, dass das, was vorher hier passiert ist, dass es auch gut war, dass die Mannschaft einfach auch willig ist und aufmerksam ist und zuhört. Also ist am Ende für mich entscheidend, was ist die Mannschaft und was ist die Kabine, wie will ich den Weg mitgehen, weil wenn die sagen, Kölner, du kannst mich gern haben, dann kann ich da draußen Busterbeine schlagen auf Platz 1, das würde niemand nicht wissen. Aber ich brauche eine Mannschaft, die zuhört, ich brauche eine Mannschaft, die aufmerksam ist. Und ich brauche eine Mannschaft am Ende, die das auch bereit ist, im Spiel umzusetzen unter höchsten Druck. Und höchster Druck ist, dass du vor 15.000 Zuschauern im eigenen Stadion bei ausverkauft auch den Mut haben musst, das zu trauen. Und wenn es einmal nicht klappt im Spielaufbau, musst du trotzdem das zweite Mal spielen. Und nur so war es möglich, weil wir haben das in den ersten Spielen auch nicht immer hundertprozentig hinbekommen. Aber man sieht, dass es Woche für Woche mehr Mut da ist, mehr Qualität auch reinkommt, mehr Überzeugung dann am Ende dann immer reinkommt und am Ende mehr Vertrauen von den Spielern aus. Und deswegen, wie gesagt, ist es wichtig, dass wir das hinbekommen. Und deswegen freue ich mich das auch. Aber das wäre nichts, wenn die Mannschaft nicht bereit ist, natürlich so anzunehmen. Ich habe eine Serie von 60 in Ihren Augen zu sehr aufgeknüpft mit Sascha Mölders, der hat auch 9 Tore in 9 Spielen gemacht. Redaktionsschluss. Ja, natürlich ist es mit dem Sascha, aber man darf es aber auch nicht, das wäre den anderen Spielern ungerecht. Also vor wem geht denn die Ballet? Also die hat sich, der ist nicht wie so mal ein Eishockey, der hinter dem Tor hinterläuft, holt sich den Puck ab, spielt 4 aus und schießt den Gang rein. Also funktioniert 11 gegen 11 im Fußball zum Glück noch nicht auf dem Profisport, sondern er ist abhängig von einer gut funktionierenden Mannschaft, er ist abhängig von der Systematik, die seine Stärken besonders zum Vorschein bringen. Und das schaffen wir momentan, dass wir jetzt da am Wochenende gegen Braunschweig mit Niemann, Lex, die unmittelbaren Spieler, mit Becker, Rucker, Dresser dahinter und außen mit Wölsch und mit Steinhardt, hat er natürlich Spieler, die ihm alles dafür tun, dass mit er vorne in gute Positionen kommt, dass er in gute Abschlusssituationen kommt und die gern mit ihm spielen wollen und die dem Sascha alles gönnen.
Und er ist aber auch ein Spieler, weil wenn man das letzte Tor von weg sieht, da sieht man, dass der Stefan dem Sascha das Tor gibt. Sonst spielt er nicht mehr ab. Und genauso ist es auf der anderen Seite auch, dass Sascha aber auch ein Spieler ist, das haben wir in Spanien gesehen, dass Sascha ein Spieler ist, der niemand alles gibt. Dass der einen jungen Spieler hochkommen lässt. Und das ist eine Basis für alles. Und deswegen, wie gesagt, das ist nicht eine Mölders-Mannschaft, sondern es ist eine Mannschaft von TSV 1860 München. Da waren aber Spielerinnen sind, die sich aktuell, und ich weiß es nicht, ob das in Zwickau wieder der Fall ist, weil ich keine Kugel habe, aber ich tue alles dafür, aber die alle was gönnt. Die dem Steinhardt ein gutes Spiel gönnt, die dem Wein ein gutes Spiel gönnt, die aber auch, und das auch die Spieler auf der Bank, das ein Weber ist, der einen Erdmann und einen Berzler ein gutes Spiel gönnt. Und dafür alles tut von der Bank aus, wie Erfolg ist. Und das ist, wie gesagt, und deswegen ist es wäre das fatal, wenn wir jetzt hergehen und wir sagen, wir heben jetzt den Fußball gerade Sascha Mölders, so gern wir es die Fans immer gerne rufen, wir heben jetzt in den Olymp hoch und die anderen sitzen unten und leben von den Flüchten, die der Sascha nicht mag und die bei ihm durch die Hände zu Boden fallen. Und wer kann die Reste essen? Der kann die Reste essen. Sondern jeder ist ein entscheidender Baustein für diesen Erfolg. Herr Grenzler, wir haben vorhin das Thema Infrastruktur angesprochen. Gibt es denn schon News, Thema Stadion? Und da hat der Manni Schwabl hat ganz klar gesagt, so wie es aussieht, wird das nichts mit 60. Wie sehen Sie das? Gibt es da irgendwas Neues von der Stadionfront? Also ich habe die Äußerungen von Manni Schwabl anders interpretiert und wahrgenommen. Ich weiß, dass es viele Gespräche gibt, aber das sind finale Gespräche, die der kaufmännische Geschäftsführer führt, weil der Verwaltungsbereich zu seinem Aufgabenbereich gehört und so. Und da will ich der finalen Bewertung und nicht von ihm vorgreifen, aber ich weiß, dass es da viele Gespräche gibt. Und nochmal, das Ziel in die zweite Liga zurückzukehren, wird nicht an der Stadionfrage scheitern. Also das ist für mich vollkommen klar. Wenn wir es sportlich schaffen, dann wird sich irgendwie ganz einfach auch, ja, eine Lösung finden. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Gut.